mich, wieso bin ich wieder wach? Schon das vierte Mal, dass ich auf... Moin Leute, mein Name ist Eugen und ich bin der Kopf hinter Router2. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich gerade in unserem Berliner Office und ich habe soeben ein neues Video für euch vorbereitet. Und zwar zeige ich heute, wie ein T-Shirt von Heron Preston entsteht. Ich habe mir ein ziemlich cooles Piece rausgesucht, da kommen ganz nice Techniken zum Einsatz und ich glaube vom Schwierigkeitsgrad relativ easy zum Nachmachen. Ich switch die Kamera gleich auch auf meinen Rechner. Denkt aber dran, ich beschleunige an manchen Stellen das Video, damit es nicht zu lange geht. Ihr könnt aber diese YouTube-Funktion, ich glaube, die ist irgendwo hier unten, benutzen, um das Video etwas langsamer abzuspielen, wenn euch ein paar Schritte zu schnell gegangen sind. Ich benutze auch Tastenkürzel. Ich hoffe trotzdem, dass ihr dem Ganzen folgen könnt und ich würde sagen, legen wir los. Ach ja, und da ich gerade was Aktuelles anhabe, wollte ich euch das natürlich auch kurz zeigen. Und zwar hier eine kleine Preview. Das ist jetzt ein Hoodie, 220er Version. Ich habe hier eine L an, richtig cooler neuer Schnitt, neuer Stoff. Drunter habe ich ein neues T-Shirt, ist auch Vintage gewaschen. Kleine Anpassungen gewesen, sowie eine neue Trackpants. Diese ist richtig, richtig nice. Also ich rocke zurzeit eigentlich wirklich nur das Piece. Coole Details, Abnäher, also wirklich mein Lieblingsteil aktuell. Und ja, die Pieces kommen auch bald. Der Racing Drop wird auf diesen aktuellen Sachen kommen. Ich werde später auf jeden Fall noch die Pieces im Detail euch zeigen. Aber ich dachte mir, ich nutze gleich mal die Chance und mache so eine kleine Sneak Preview. Okay, das ist das T-Shirt, was wir heute bauen werden und es ist relativ simpel, aber trotzdem hat ein paar coole Techniken. Ich habe mir hier schon ein paar Engel aus dem Internet gezogen. Denkt bitte dran, immer die Copyrights beachten, das hier dient wirklich nur zum Lernzweck. Ich nehme ja auch schon die erste Statue und lege auch schon los. Was wir hier machen müssen, ist im Endeffekt die Farben ja zu trennen. Das heißt, ich passe im Endeffekt jedes Bild einzeln an. Ich korrigiere die Kontraste mit Helligkeit und Dunkelheit und dann wandle ich das Bild so weit um, dass ich wirklich zum Schluss nur noch zwei Farben habe. Das heißt, wie wir hier sehen, nur reines Schwarz und reines Weiß. Ich wandle das Ganze wieder zurück in RGB-Farben, damit wir wieder Farbe reinmachen können. Und hier legen wir auch schon mal so eine Testfarbe drüber, um zu sehen, ob das hinhaut. Kurz überblendet und hier auch gleich ein paar Variationen, dass ihr schon mal so einen Look sehen könnt. Okay, wie kann es denn noch aussehen? Und schon haben wir es auch fertig. Das Ganze machen wir mit den anderen Bildern genauso. Graustufe. Korrektur bei Helligkeit und Kontrast. Wir können das wirklich nach Belieben anpassen und wandeln im Endeffekt das Ganze wieder in Bitmap um und dann auch wieder zurück in die RGB-Farben. Das Ganze machen wir natürlich, um den Look zu erreichen, aber es ist natürlich produktionstechnisch eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt, wir würden jetzt hier nicht so viele Farben brauchen, da wir keine Graustufen, sage ich mal, haben. Das heißt, wir haben jetzt reines Schwarz, beziehungsweise das Schwarz ist wirklich das Schwarz des T-Shirts und wir haben dann nur diese bunten Farben wie Grün, Lila, Blau und so weiter, die wir dann benutzen. Es ist natürlich von der produktionstechnischen Seite wirklich... Ja gut, die ganzen Sachen nicht zu krass bunt zu machen, damit es einfach im Endeffekt nicht zu teuer wird. Wie man die Farben zurecht korrigiert mit Helligkeit und so weiter, ist jedem selbst überlassen. Ich habe mehrere Techniken benutzt, bis ich mein gewünschtes Bild erreicht habe und das könnt ihr komplett selbst entscheiden. Ich habe mir jetzt noch ein Bild von Represent besorgt für das T-Shirt. Ich retuschiere mal die unnötigen Sachen weg,
Wir haben natürlich bei dem T-Shirt auch einen Backprint. Jetzt habe ich kein T-Shirt von hinten von Represent, aber ich bastel mir mal schnell eins. Relativ simpel in Photoshop und schon haben wir auch ein T-Shirt, was wir als Rücken verkaufen können. Zur besseren Übersicht oder zur besseren Ansicht lege ich noch das Original Heron Preston Bild dazu. Dann haben wir wirklich alles auf einen Blick. So, jetzt kann ich auch schon anfangen, die Engel rüber zu schieben. Was ich aber vorab noch mache, ist, die schwarzen Töne quasi von meinem Blau im Endeffekt zu separieren. Das heißt, ich mache eine Auswahl. Und durch die Trennung der Farben zu Schwarz und Weiß ist es ziemlich easy, ja, nur die Schwarztöne zu wählen. Und somit habe ich quasi exakt nur meinen farbigen Bereich und der Rest ist, wie wir hier sehen, ja, ausgeschnitten, transparent. Das gleiche ist im Endeffekt bei Heron Preston gemacht worden. Und somit sparen wir auch unglaubliche Druckkosten. Das gleiche machen wir mit allen Bildern, passen auch so ein bisschen die Anschnitte an. Es ist natürlich nicht originalgetreu wie das von Heron Preston, aber ich denke mal, ihr seht, wie nah wir rankommen, beziehungsweise es ist die gleiche Technik. Wir machen das natürlich mit jedem Bild und Anschnitt, Positionierung, und das mache ich jetzt komplett nach Belieben, um einfach einen ähnlichen Look, sage ich mal, zu kreieren. Wir sortieren auch die Ebenen hin und her, das heißt, wir können dann wirklich die Überlagerung so ein bisschen kontrollieren. Jetzt mache ich hier noch schnell die Ärmel. Fürs Einfache nehme ich immer die gleichen Bilder. Jetzt mache ich mir noch ein letztes Bild fertig. Das kommt dann quasi unten und auf den rechten Ärmel. Und schon sind wir auch hier soweit durch. Bei Heron Preston sehen wir auf der linken Seite von diesem blauen Bild ja so ein bisschen Vintage-Effekt. Das erreichen wir ziemlich easy mit solchen Brushes. Da gibt es Haufen, die wir im Internet runterladen können. Ich probiere hier so ein bisschen und zeige euch, was da so möglich ist, um einfach so verschiedene Looks zu generieren. Und das könnt ihr wirklich komplett nach den Belieben machen. Jetzt kommen wir noch schnell zu dem Ärmel. Da haben wir auch schon fast von der Bildkomposition alle Prints für vorne ready. Hinten sieht das Ganze so aus, das machen wir jetzt auch. Es sind die gleichen Motive benutzt worden, wir nutzen es natürlich genauso, um es einfach zu halten, positionieren das etwas anders. Und schon ist auch der Backprint ready. Die Ärmel dürfen wir nicht vergessen, die sind natürlich auch auf dem Rückenbild zu sehen. Das machen wir auch hier mal schnell, um einfach, ja, um das Ganze einfach mal komplett zu haben. Okay, der nächste Schritt ist der Stilschriftzug auf Russisch. Dazu gehe ich auf eine Seite, ziehe mir dieses Wort, kopieren, einfügen in Illustrator. Befinde ich mich gerade. Als Schrift benutze ich eine Helvetica. Ich denke auch, dass es eine Helvetica im Originalen ist. Und die kommt am ehesten hin, das Ganze noch weiß gemacht und wieder zurück eingefügt. Wir haben vorne einmal diesen Stilschriftzug und hinten wiederholt sich das
auch ein paar Mal, viermal, das fügen wir einfach ein, positionieren das und schon haben wir diesen Step auch abgeschlossen. Der letzte Schritt ist im Endeffekt das Heron Preston Label. Ich ziehe mir das mal ins Illustrator rein, um einfach mal eine genauere Referenz zu haben. Und schon kopieren wir einfach von links nach rechts das Design. Die Schrift, die zum Einsatz kommt, ist wieder die Helvetica. In verschiedenen Schriftschnitten wurde sie benutzt. Ich kopiere mir einfach schnell die Texte raus und positioniere das Ganze. Und wie wir sehen, sind wir auch da relativ easy an das Original rangekommen. Ihr könnt natürlich dieselbe Technik benutzen, um eure Labels zu bauen. Hier dient es wirklich nur so demonstrativ, wie man zum Beispiel so ein Label ja kreiert. Das Ganze könnt ihr dann auch super easy als Vektorfile an eure Produktion geben, um im Endeffekt so ein Wovenlabel zu erstellen. Das Ganze kopiere ich mir natürlich jetzt easy ins Photoshop rein, positioniere das an eine Stelle, die so in etwa hinkommt und schon haben wir unser Heron Preston T-Shirt nachgebaut. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr andere Brands oder Designs umgesetzt haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich versuche das im nächsten Video umzusetzen. Ciao, ciao.